Weiter geht es mit einer cowboyreichen Folge Wild West Dynasty. Und ich wollte einmal ganz kurz gucken, 10 Kilo Platz hätten wir noch. Es gibt immer so viel zu looten. Aber auf jeden Fall müssen wir nach Taxation. Und das ist, glaube ich, eine Stadt hier. Ich stehe noch nicht. Ja, okay. Da ist das ganz versteckt. Müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Okay. Das ist ganz normal, Leute. Das ist im echten Leben auch so. Wir schauen uns nur einmal ganz kurz noch an, was für Läden es hier so gibt. Weil wir haben in der letzten Folge, für die, die es nicht wissen, Pistole gekauft mit ganz viel Munition. Und eine Ripple, für die wir noch keine Munition haben. Und ich würde eigentlich gerne mal ein Haus bauen oder so. Und Sachen in einer Kiste einlagern. Ich will einmal ganz kurz schauen. Hier können wir nur eine Falle. Boah. Was ist mit meinem Hals los? Ich weiß nicht, wo wir Rezepte kriegen. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz den Hammer auswählen, ne? Warenhaus. Main. Nein. Das wollen wir nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, Leute. Kann man direkt so ganze Sachen bauen. Hier beklaue ich die Leute auch erstmal. Das ist immer gut. Das kommt immer gut an, wenn man die Leute beklaut. Was kann ich denn bei dem holen? Alkohol nur. Okay. Habe ich jetzt nicht so Interesse. Wir schauen uns nur mal ein bisschen hier um in dieser City. Hier rein kann ich hier nicht. Nebel. Knochen. Ich weiß nicht, ob Knochen wichtig sind. Was ist das hier oben für ein Laden? Oder auch kein Laden. Da kann man wahrscheinlich nicht rein. Nee. Wir sind direkt außer Puste wieder. Warte mal, da hinten ist auch noch was zum Plündern. Dann gehen wir direkt in unsere City gleich wieder. Das ist einfach ein Baumstamm. Warum wurde der nicht komplett abgeholzt? Keine Ahnung. Okay. Im Wagen kann ich jetzt nichts klauen. Ein Schmied. Okay. Hier kann ich schon ein besseres Werkzeug machen. Gut zu wissen. In den Saloon müssen wir jetzt nicht. Sheriff. Oh, Riffle Bullet. Ne. Hä? Hör damit. Ich darf die nicht nehmen. Kann hier irgendwie nicht. Okay, hier kann ich nicht interagieren. Okay, den Sheriff. Den Sheriff dürfen wir anscheinend nicht beklauen. General Store. Okay, du hast ganz schön viel Kram. Nee, Leute, da können wir jetzt nicht ein. Oder warte mal, hast du eine Kiste? Der hat ein Bett, das 15 Kilo wiegt. Badewanne. Zimmermannshammer. Okay, ein Zimmermannshammer. Ich glaube, den sollten wir uns holen. Warte mal, wir haben ein Jagdmesser, ja? Und ein Trappermesser. Schaden 3. Aha, da sieht man auch den Schaden. Braucht dieses Trappermesser doch gar nicht. Ich spare mir direkt ein bisschen Platz. Knochenverbrauch ist nicht so viel. Aber wozu brauche ich den hier? Wurde mir gar nicht angezeigt. Zelt. Ich habe zwei Zelte, aber die verbrauchen jetzt auch nicht viel Platz. Lagerfeuer. Ich würde schon gerne ein Ding mitnehmen. Warte mal, Steinmesser. Halten wir erstmal, keine Ahnung. Warte mal, den hier können wir auch verkaufen. So, und dann holen wir uns so einen Hammer hier. Ich weiß nicht, ob wir damit mehr anstellen können.
Wir haben noch 241 Dollar, also dieses Mädchen hat uns schon reich gemacht, ne? Okay, was gibt es hier noch? Ein Pferd wäre nicht schlecht. Das Haus, aha. Schwein. Oben ist noch eine Kirche. Warte mal. Loot. Free Loot. Rieche ich das richtig? Wir haben auch noch 4 Kilo Platz. Eigentlich können wir hier in der Nähe auch ein Haus bauen, oder? Aber hier gibt es nicht so viele Bäume. Cookie drin. Ja. Leute, lassen das einfach in so einem Fass. Das war früher so. Da war ein Fass. Da war nichts drin, außer ein Cookie. Und hier ist nichts drin. Voldemite. Was ist mit ihren Wimpern los? Ich glaube, der jungen Lady kann man nicht helfen. Okay, der hat hier so Essen und so, ja. Das heißt, wir haben eigentlich voll viel Essen, ne? Haben die im Grund, dass wir wenigstens da kurz dran trinken können und dann das auf den Weg machen? Ich glaube aber nicht. Auf jeden Fall ist dieser Dude hier schwer gesucht. The Savage. Ah doch, hier ist ein Brunnen. So, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg ohne Pferd zurücklaufen. Unglaublich. Geht's da unten eigentlich weiter, wenn ich da lang laufe? Nein, ne? Oder was ist da hinten? Ne, ich glaube, das ist echt die ganze Map. Und was ist dann hier? Abgesperrt und dann erweitern die irgendwann? Keine Ahnung, wir schauen uns mal einmal ganz kurz die Landschaft an. Da hoch will ich jetzt nicht, Leute. Bin ich ganz ehrlich, da gehen wir das nächste Mal hoch, weil da wird wahrscheinlich eh wieder ganz viel Loot sein, was wir da nicht mitnehmen können. Warte mal, wir haben ja noch unsere Neuankömmlingsmission. Brunnen bauen. Auf eine Nacht in deinem neuen Zuhause. Ja, ich würde aber gerne erstmal eine Kiste lernen oder so. Oder kriegen wir das dann danach? Wo geht's hier lang? Erkunden wir ein bisschen. Zur Not haben wir auch einen Revolver, um uns zu wehren. Ein Heiltrank irgendwo, warte mal. Ich will den Heiltrank einmal ausrüsten, nicht, dass wir später ein dickes Problem haben. Aber wo ist der jetzt wieder? Ich hatte doch vorhin im Inventar. Aha. Ja, pack den. Ne, nicht da reinpacken. Nö. Geht nicht so eine Schnellauswahl. Das geht irgendwie nicht. Und es ruckelt wieder schön. Oh, sorry, Leute. Das ist ein bisschen blöd. Okay, hier gehen wir einfach nur drum rum. Ich habe keine Ahnung. Mit dem Pferd wäre das definitiv entspannter, aber warte mal. Will ich das aufmachen? Ja, ich hab das doch gerade aufgemacht. Lassen uns hier nicht rein. Jetzt habe ich wieder irgendwelche Bretter. Ah, Leute. Warte mal, bei den Zimmermannshammer. Ich will mal ganz kurz schauen, wenn ich den auswähle, ja. Okay, mit dem kann man irgendwas anderes machen. Ich weiß noch nicht was. Bretter, ja, super. Die nehmen natürlich viel Platz. Muss ich immer 10 droppen, leider. Ah, wir haben ein riesen Platzproblem. Rogers Haus. Und da ist auch der Aufzug bei Rogers Haus. Ah, okay. Wir können einfach so rum.
Hier haben wir geplündert. Da hinten geht es auch irgendwo hin. Keine Ahnung wohin. Will ich auch noch nicht direkt rausfinden, obwohl da geht es auch zu Rogers Haus einfach, ne? Ich glaube, da geht's. Hast du gehört? Geht's einfach nur zu Rogers Haus. War schon gut, dass wir schon mal Pistole haben. Warte mal. Bin ich aber neugierig. Keine Ahnung, ob hier Gegner sind. Wir sind so viel Leichen. Okay, hier gibt es nichts. Nur ein bisschen Wasser. Ah, okay. An so einer Stelle kann man auch trinken. Das ist gut gemacht. Haben sie wenigstens ein bisschen nachgedacht, die Entwickler. Wenn man auch so Waren und so, glaube ich, ne? Wir gehen jetzt aber erstmal. Ey, hier gibt es noch so viel zu entdecken. Wer bist du? Was passiert eigentlich, wenn ich den abknallen würde? Ey, deren Bärte immer, ne? Schaut euch mal seinen Bart an. Da haben die richtig mit den Texturen gespart, oder? Nein. Ah, da unten ist auch wieder Loot ohne Ende. Hier ist anscheinend. Was soll das hier so ein Minengebiet sein, oder? Ja, ich glaube schon, ne? Aufräumen kennen die nicht und hier ein Aufzug, der runtergehen soll eigentlich. Eingestürzte Mine, keine Ahnung. Oh, diese Ausdauer, ne? Diese Ausdauer, die bringt mich noch um. Und wir können auch was reparieren. Könnten wir hier. Können wir den das reparieren? Vielleicht nicht. Naja. Ach, ich hoffe, wir hängen ihn dann nicht fest. Okay, gut. Aber ist doch richtig. Wir müssen wieder in die Stadt, ne? Ja. Wir müssen wieder in die City. Einfach nur viel hin und her gelaufen. Naja, was soll man tun? Wenn man wenigstens ein Pferd kaufen könnte, ich würde auch $200 dafür ausgeben. Definitiv. Aber es wird wahrscheinlich teurer sein als $200, oder? Wohl, eine Waffe. $1. Naja. Auch Munition, ne? Ich habe ja 50 Schuss oder so. Wenn man das zusammenrechnet, sind es ja auch nur so ein paar Dollar, ne? Und dann sind andere Sachen. Ein Pfeil kostet direkt einen ganzen Dollar. Aber naja. Die Verhältnisse, die sind ein bisschen komisch. Weil eine so eine Patrone ist ja deutlich wertvoller in meinen Augen. Ach, wir haben auch wieder Hunger. Gut, dann können wir ein bisschen Maisbrot naschen noch. So, haben wir auch wieder Platz. Wir brauchen eine Kiste, ey. Warte mal. Wollen wir es uns wagen, Leute? Was? Bitte. Jetzt habe ich ihn getroffen, okay. Boah, komischerweise irgendwie nicht. Und auch eine kleine Blutlache. Mhm. Aber heute geht irgendwie nicht, ne? Und ich bin wieder voll, Leute. Ich brauche. Ey, mit dem Platz, das haben die ganz blöd gemacht. Warum kann ich nicht direkt schon eine Kiste bauen? Warte mal, Spitzhacke, ja? Haben wir nicht zwei Spitzhacken? Ja, raus damit. Ein Jagdmesser, Steinmesser. Keine Ahnung. Ein Steinmesser können wir auch wegwerfen. So. Dann haben wir unser erstes Tier abgeknallt. Ich hoffe, das war jetzt nicht
Fehler und die Patronen sind selten und ich kann die nicht so oft kaufen. Alter, wie Hasen. Wie süß. Die sind aber nicht so schnell. Guck mal, ich bin schneller als ein Hase, wenn ich sprinte. Schaut euch mal die Hasen an. Ich sage, wenn ich spazieren gehe, ich bin schneller. Ich könnte die einfach so beim Spazierengehen fangen eigentlich. Okay, wir sind wenigstens bald da in der City. Ah, ein Pferd. Ich brauche ein Pferd, Leute. Habt ihr schon gesagt, dass ich ein Pferd brauche? Ich glaube nicht, oder? Ich brauche ein Pferd. So. Da wäre echt mal cool, wenn wir irgendwie ein Rezept lernen mit, ja, ihr wisst schon was. Oder vielleicht sollten wir einmal diese Neuankömmlingsgeschichte machen, ne? Vielleicht kriegen wir dann neue Rezepte. Das könnte auch sein. Könnte durchaus sein, aber wir sehen gut aus. Ich finde, wir sehen mittlerweile sehr gut aus. Haben auch schon Wildschwein getötet. Ein. Warum sind da so Zeichen drüber? Sprich mit den Fremden, was? Achso, da hinten soll ein Fremder sein. Hä? Er ist fremd? Ich bin doch der Fremde, oder? Da hinten, warte mal. Es sieht aus wie ich. Schaut euch das mal an. Schaut euch mal unsere... So, mein Bro, oder? Schaut euch das mal an. Denselben Bart sogar. Das ist mein Bruder. Okay, das heißt, ich muss mit dabei sein. Ich kann mich nicht aus dieser Angelegenheit fernhalten. Ja, ja, Schatz. Pferde ging durch. Was? Aha. Warte, so behandelt man seinen Freund nicht. Ich werde die ganze Arbeit haben. Für mehr Prozente. Okay, ich dachte, ich kann noch ein paar Prozent mehr rausholen. Aber leider nicht. Ein Schatz, ey, das ist eine Falle, Alter. Bin ich blöd. Das ist doch eine Falle. Aber ich will erstmal eine Kiste haben oder so. Warte mal. Ich gehe mal ganz kurz in meiner Hütte, ja? Oder können wir hier vielleicht... Manchmal kann man doch bestimmt Möbel kaufen, ja? Was? Chiasamen. Okay, so sehen Chiasamen aus. Nicht schlecht. Das sind meine Lieblings-Chiasamen. Samen sind immer gut. Okay. Mom Jay, hat die irgendwas für uns? Okay, ich kann auch meine alten Sachen anscheinend zurückkaufen. Hm. Ach, wir haben dasselbe Oberteil wie der. Okay. Playboy. Der weiß, was gut aussieht. Wir haben jetzt zwar unser komisches Haus hier gebaut, ne? Oder mal ganz kurz abchecken. Wir müssen noch irgendwie eine Kiste bauen können, Leute. Ich bin dauerhaft voll, sonst muss ich halt das meiste aus meinem Inventar verkaufen. Und hoffen, dass ich neue Sachen finde, aber manche Sachen, so wie Nägel und so, die klingen schon wichtig, finde ich. Weil die kann man ja nicht einfach so herstellen, oder? Warte mal. Ein Zelt, ja? Die ganzen Sachen habe ich, ja? Was ist das? Soll das eine Hasenfalle sein? Mhm. Warte mal, hier sind... Okay, ach ey, hä? Ich kann Pfeile herstellen. Ich hätte das gar nicht machen brauchen. Rabbit und Holzstamm. Ich würde mir dann wenigstens schon mal gerne ein Bett bauen. Manche Sachen kann ich einfach trotzdem noch nicht herstellen, Leute. Warte mal, wir holen jetzt mal den Hammer raus, ja?
City. Produktion. Only in City. Sag nicht, wir müssen das bei den Leuten hinten bauen. Okay, City dann nicht. Produktion auch nicht. Weil das Ding ist, was kann ich da drauf bauen? Warte mal, Warenhaus, ja. Lokal oder Main? Sieht lokal aus. Wir setzen das einfach mal hin. Untergrund ist so uneben. Kann ich hier Sachen lagern? Ich kann hier doch Sachen lagern, bestimmt, oder? Ah, ich hoffe, ich habe nicht wieder einen Fehler gemacht, Leute. Ich brauche nur noch Baumstämme. Das machen wir dann mal ganz kurz. Ah, ist ein bisschen verwirrend mit diesem ganzen Inventar und alles. Das ist nicht gut erklärt. Das ist definitiv nicht gut erklärt. Ich verstehe fast gar nichts. Sonst müssen wir ja nur die Hauptmission machen. Ich will ja aber auch irgendwie eine Stadt bauen oder irgendwas. Das ist schön und gut, aber würde auch gerne ein Bett mal haben. Ich bin immer, ja. Im Wetter voll. Immer. Das ist nicht gut. So, jetzt müssen wir aber. Fertig? Nee. Kann auch noch nicht rein. Aber, hä, das brauchen wir noch. Oder doch? Ist es fertig? Nicht sein, oder? Ah, nee, ich brauche noch mal drei. Dann habe ich aber keine Holzbretter, ne? Das sind die, die ich weggeworfen habe. Warte mal, noch ein Level. Warte mal, wir haben ja Level, ne? Fähigkeiten. Können wir hier was lernen? Wir müssen hier eigentlich irgendwo ein paar Vivable Points zählen, habe ich ja. Aber ich kann auch nicht, noch nichts kaufen. Ich glaube, ich muss echt erstmal die Hauptmission machen, oder? Management, Dynastie, Technologie. Ich glaube, wir werden gezwungen, erstmal die Hauptmission zu machen. Den hacken wir jetzt noch einmal kaputt, Leute. Weil Bretter können wir auch irgendwie nicht herstellen. Aber es sieht nett aus. Ich hoffe, ich kann die Sachen noch irgendwann abreißen. Nicht, dass sie das als meine Basis dann ansehen. Okay, ist das jetzt nicht. Ah. Mal kaputt. Super. Ich dachte schon, was geht hier jetzt ab? Holzhammer, warte mal, mit dem Zimmerhammer geht's nicht, ne? Zimmermannhammer. Hä, wie? Ich habe doch drei Stämme eingesammelt. Warte mal, das machen wir auf jeden Fall noch fertig und dann machen wir uns auf den Weg zum Schatz. Ah. Muss auf jeden Fall viel lernen hier im Spiel. Auf jeden Fall haben wir hier mehr als genug zu tun. Weil ja auch wahrscheinlich mit der Zeit Updates kommen werden. Und dann. Ach, guck mal, da habe ich auch noch zwei Baumstämme. Die habe ich gar nicht gesehen. Mit den Updates kommen dann ja auch vielleicht. Also, was heißt vielleicht? Da kommen dann Besserungen. Und vielleicht neuer Kram und so. Ich hoffe, wir müssen dann nur nicht alles komplett neu machen.
New City, nein. Sag jetzt nicht, das fehlt hier als Stadt. Nein. Das ist jetzt meine Stadt. Kann ich. Nein, ich will das gar nicht hier haben. Ich will meine Stadt hier nicht. Ach nee, Leute. Die müssen so eine Funktion irgendwie, dass ich das hier abbauen kann. Ach nee. Oder kann ich vielleicht noch eins bauen? In Zukunft? Glaube, ich kann mehrere Städte bauen, oder? Bitte. Bitte lass es so sein. Ich wollte nur irgendwie einen Fortschritt haben, damit ich. Ja. Aber okay. Storage. Wir können Sachen lagern. Das ist gut. Okay, warum wählt er nicht die einzelnen Sachen hier aus? So. Campfire, gut. Dann können wir hier einiges sammeln. Gunpowder, Rabbit, Gin, Eisen. Nehmen wir mal mit. Die Falle. Das Blöde, ich muss die ganze Zeit immer wieder. Ach, scrollen. Okay, so Cracker oder so, irgendwas muss ich ja mitnehmen. Okay, Farmer Handbook. Handbook, das lasse ich mal hier. Alter, das ist. Das haben die nicht gut gemacht. Ich kann auch nicht zwischen den einzelnen. Warte mal. Könnte ich nicht wenigstens alles einmal rüber? Ich glaube, ich werde das so machen. Das dauert mir sonst zu lange, Leute. Und dann nehme ich mir das, was ich brauche, raus. Guck mal hier, ich kann die einzelnen Kategorien gar nicht andrücken. Muss ich mitnehmen, was ich für wichtig halte. Ja, Stöcke und Steine, die finde ich schon. Cracker. Wollte ich mitnehmen, ein bisschen was zu brunchen. Auf jeden Fall meine Patronen. Ich weiß jetzt nicht, welche. Aber es sind nur Hüllen, ne? Aber egal. So. Das ist dann doch schon mal gut, dass wir das hier lagern können. Dann bereue ich das Ganze doch nicht. Ich nehme alles zurück, Leute. Gunpowder, Cheese, blam, 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 blam. Campfire. Hunter Knife. Ah, Alter, ich muss so viel scrollen. Das ist blöd, Leute. Das ist echt blöd. Pickaxe. Nehmen wir die mit. Wir mal trotzdem mit. Carbon nehme ich auch mit. Ein Heiltrank wollte ich noch mitnehmen. Den will ich nicht hier lassen. Bisschen Aloe wäre auch ganz gut. Eigentlich auch. Campfire und Zelt. Ah, oh, ich muss so viel scrollen, Leute. Das ist blöd. Das haben die nicht gut gemacht. Das ist wieder so ein Minuspunkt, ne? So an sich, die Idee ist cool. Aber. Ihr wisst schon, was ich meine. Warte mal, mein. Was habe ich denn alles? Okay. So, was gibt es noch Wichtiges, was wir mitnehmen müssen? Die Bücher, die wiegen ja eigentlich nichts, ne? Aber da muss ich wieder so viel scrollen. Ich weiß nicht, ob die wichtigsten, so ein Pharma-Handbuch und so. Ich nehme die mal mit, die Bücher. Tut mir leid, da müssen wir jetzt leider durch. Ich habe irgendwie gerade die Maus ein bisschen. Ja, okay. So, das letzte nehmen wir jetzt noch mit. Und dann geht's weiter, Leute. Keine Angst. Oh. Ich kann die Kategorien echt nicht auswählen. Das ist Stick und das allerletzte, was mir noch gerade ins Auge gesprungen ist, ist das hier. Die Laterne.
Es wird dunkel und es leuchtet hier drin. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, warum leuchtet das da drin? Wir haben doch gar kein Licht. Anscheinend haben wir doch Licht. Und wenn wir jetzt das hier haben. Ja, deswegen will ich ihn mitnehmen. Man weiß nie, ob man die Laterne braucht. Okay. Schlafen können wir leider nicht. Wir gehen nochmal hier hin. Ja, jetzt könnte. Wie viel Kartenplatz habe ich jetzt? Guck mal, jetzt viel mehr Platz. Das ist doch schon ordentlich. Wir machen uns schon mal auf den Weg zum Dingens hier. Zum Schatz. Das machen wir auf jeden Fall noch. Waffe haben wir auch ausgerüstet. Ei, ei, ei. Cool wäre es, wenn so ein Spiel einen Online-Modus hätte, dass man da seine Städte baut und alles. Das wäre richtig was für mich. Aber das Spiel sollte überhaupt erstmal richtig funktionieren. Also das ist zur Early Access oder Aces, ne? Klar, kann ich verstehen, okay. Weil ich auch einverstanden mit, hab's ja geholt. Und's trotzdem, macht trotzdem Spaß, aber es sind so viele Sachen, die sind sehr, ja, noch sehr ruckelig und sowas. Und vor allem, das sind doch die Macher von Medieval Dynasty, oder vertue ich mich da? Die haben doch schon Erfahrung und schon einiges an Geld gemacht. Dann bringen die sowas hier hin. Aber das Wichtige ist, die Hauptfunktionen, die funktionieren. Das ist dann schon mal okay. Alter, hier kommt doch gleich einer. Als ob hier einfach. Was? Was ist passiert? Mein Leben. Soll ich den Trank nehmen? Warte mal. Wir stellen mal ein paar Tränke noch her. Und dann trinke ich mir ein. Das gehört aber zur Mission, oder? Das ist doch irgendwie in der Not. Was ist da passiert, Leute? Okay, lebensvoll. Jack Just. Beeindruckend, okay. Was, wer bist du? Aha. Ja, betrogen. Ja. Du hast Bewusstsein verloren. Betrogen worden, das war mir schon klar. Aber der hat mich nicht ausgeraubt. Okay. Aber mein Geld habe ich noch, ne? 240 Dollar. Stell eine Waffe her. Okay. Also rein theoretisch habe ich ja schon eine Waffe, ne? Okay, der sagt mir zwar, stell eine Waffe her, aber ich krieg hier kein Material, um eine Waffe herzustellen, oder? Oder bei Tools? Ich kann nicht mal einen Pfeil jetzt gerade herstellen. Ja, witzig. Sehr witzig, mein Freund. Hier sind doch keine Steine und Äste. Wir sind hier im Nirgendwo. Ja. Ah, okay. Der nächsten Stock. Wenigstens Stein oder so. Ah. Wie soll ich jetzt eine Waffe herstellen, Leute? Sagt, könnt ihr mir erstmal sagen? Jetzt habe ich alles in meiner kleinen City gelassen.
Banditen greifen meine Stadt an. Ich muss schnell zurück. Hauen die meinen Kram? Na Leute, ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.